Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde, sehr geehrte Gäste, herzlichen Dank erstmal an die Big Band der Kreismusikschule unter Leitung von Falk Kindermann. Und herzlich willkommen im Namen des Vorstandes des Kreissportbundes Altmark-West zur Festveranstaltung anlässlich des 25-jährigen Bestehens hier im Kulturhaus Salzwedel. Ganz besonders freue ich mich, auch viele liebe Gäste begrüßen zu können. Den stellvertretenden Landrat, Herrn Matthias Baumann. Den Vizepräsidenten des Landessportbundes in Sachsen-Anhalt, Sportfreund Dirk Meyer. Das Mitglied des Landtages, Carsten Burchardt, und Jürgen Barth. Ganz besonders begrüße ich auch den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Altmark-West, Ulrich Böther. Die vielen Bürgermeister, die unserer Einladung gefolgt sind und der Verbandsgemeinde des Kreises, die Vertreter von Institutionen, Amtsleiter des Altmarkkreises, die AOK und die Barmer, das Jobcenter, die Freiwillige Feuerwehr, die heute hier ist, die Kreisvolksmusikschule, die PVGS, natürlich auch die Presse und viele weitere Einrichtungen, Sponsoren und Unterstützer, mit denen wir eng und gerne über Jahre zusammenarbeiten, sowie die vielen engagierten Übungsleiter, die auch bei uns in der Sportgala uns unterstützt haben. Alle jetzigen und ehemaligen Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter des Kreissportbundes und der Sportjugend, unsere Ehrenmitglieder und natürlich euch, liebe Vorstände unserer Vereine und Kreisfachverbände. Beginnen möchten wir unseren heutigen Rückblick auf 25 Jahre KSB mit denjenigen, die große Verdienste um die Entwicklung des Sports im Altmarkkreis Salzwedel haben, aber nicht mehr unter uns weilen. Ich bitte Sie dazu, sich für einige Minuten von den Plätzen zu erheben und ihrer zu gedenken. Still love.
legacy life carries on. Carries on and on and on and on. Danke. Ich möchte nun den Vizepräsidenten des Landessportbundes, Dirk Meyer, und anschließend den Matthias Baumann als stellvertretenden Landrat um ihr Grußwort bitten. Es ist natürlich schwer jetzt ja, nach dieser Show, nach dieser Darstellung. Aber 25 Jahre Kreissportbund sind eine große Geschichte. Da gehört viel Erlebnis dazu, viel Erfahrung dazu. Und ich gratuliere als allererstes, dass ihr ja hier der dienstälteste und funktionierende Kreissportbund im Land Sachsen-Anhalt seid und 2007 euch erspart worden ist, nochmal eine Gebietsreform durchzumachen und nochmal das alles zu vergrößern, die Riesenwege. Wer die Karte Sachsen-Anhalts kennt, der weiß, das ist unsere nordwestlichste Außenstelle mit Wahnsinnswegen und für das Ehrenamt schon im Kreis eine große Herausforderung. Für das Ehrenamt im Sport, aber auch für alle anderen Kooperationspartner hier. Und die meisten Kreissportbünde in Sachsen-Anhalt feiern dieses Jahr 12-jähriges Jubiläum, was ja nicht heißt, dass in den entsprechenden Kreisen und Städten nicht schon Sport getrieben wurde vorher. Herzlichen Glückwunsch nochmal, dass euch das erspart geblieben ist 2007 und dass hier kontinuierlich unter diesen neuen Vorzeichen seit 25 Jahren Sport weiter betrieben wurde in einer anderen Organisationsform. Und die Fahnen rechts und links zeigen es, diese Wege durchs Land. Ich bin aus Halle angereist heute, da sieht man schon sehr viel von der Altmark, sehr lange Straßen und sehr große Wege. Und ich habe etwas gesehen in Karkarbeck, wo ein Gemeindehaus direkt neben der Feuerwehr steht und etwas später kam der Sportplatz und ich mache mal so einen kleinen Ausblick, was uns so erwartet. Vielleicht die nächsten 25 Jahre. Ich komme dann nochmal zurück zum Ist auf jeden Fall. Und das sind ein Ausbau von Kooperation. Ich habe mich unheimlich gefreut, hier Kooperationspartner im Haus zu sehen. Das Deutsche Rote Kreuz, die Feuerwehr als ein Beispiel. Und das ist, glaube ich, bezeichnend für die Zukunft, wenn man so in die nächsten 25 Jahre schaut. Und der Altersdurchschnitt des Fanfarenzuges, der Altersdurchschnitt von der Big Band, mich schon mutig zu sagen, dass man manche in 25 Jahren wieder sieht. Hier ist noch Nachwuchs da, auch im Landkreis. Das ist schön, Kooperationen einzugehen, die heute schon da sind und wo man einfach weiterdenken muss, dass in den kleinen Ortschaften, in den Verbandsgemeinden, in den Gemeinden noch mehr Kooperationen passieren muss. Vielleicht auch Vereinszusammenschlüsse. Ihr habt jetzt im
hier im Landkreis 163 Vereine, 163 Mannschaften, Vorstände, die sich bereit erklären, ehrenamtlich diese Arbeit zu tun, sich vor die Menschen zu stellen, hinter die Sportler zu stellen, das zu begleiten. Und ich glaube, es wird zukünftig schon schwer, das in dieser Form auch am Leben zu erhalten. Und ich glaube, Kooperation einzugehen, Vereinszusammenschlüsse auch über den Sport hinaus, soweit muss man heute auch denken. Und das muss auch gestattet sein, sich zusammenzutun. Die Politik, die auch heute da ist und immer an der Seite des Sportes sein soll, dazu zu bringen, zu investieren in ein Gemeindehaus, wo alle partizipieren. Der Sport, Feuerwehr, die Hilfsorganisation, alle, die diesen riesen Landkreis Altmark-West am Leben halten. Die Menschen hier binden, die Menschen eine Heimat geben, die Zugehörigkeitsgefühl geben. Und das habt ihr in 25 Jahren, das haben wir als organisierter Sport hier hervorragend getan. Ich bedanke mich im Namen des Präsidiums dafür. Welcher Kreissportbund hat denn schon 11 Jahre lang einen und den gleichen Vorsitzenden? Das ist ja auch schon eine Leistung, die für sich spricht. Keine Negativschlagzeilen. Und wenn es um den Organisationsgrad geht, wir messen uns ja auch höher, weiter, schneller, den Organisationsgrad mit rund 19%, also über 18%, noch vor dem Durchschnitt des Landessportbundes. Respekt in dieser Weite, die Menschen zu mobilisieren, Sportlerinnen und Sportler zu mobilisieren, einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung nachzugehen und hier eine Auswahl des Sports heute zu versammeln, die in diesem Rahmen heute auch feiert. Also Respekt, ihr seid dort eine große Stütze des Landessportbundes. Es geht auch anders mit etwas niedrigeren Zahlen. Ich habe über die Kreisgebietsreform gesprochen. Ich denke, seit 1994 hat sich hier alles gut zusammengefunden. Der Sport an der Seite von Wirtschaft, von Politik, von anderen Verbänden des Gemeindelebens. Und so soll es auch weiter sein. Zukunftsaussichten. Wir beschäftigen uns im Landessportbund mit E-Sport, also mit E-Gaming, mit visualisierten Sport und diskutieren, ist das Sport, das ist jetzt schon, das ist, das wird ein weiteres Thema sein, über Kooperation habe ich gesprochen, die man eingehen muss, wo man bereit sein muss und ganz frisch in der Zeitung, gestern bekannt, heute steht es drin, Steuerschätzungen, die eigentlich voraussagen, es wird weniger. Der organisierte Sport in Sachsen-Anhalt und auch hier in Altmark-West hat kontinuierlich seit der politischen Wende immer mehr Aufgaben übernommen, immer mehr an einer höheren Qualität. Wir sind heute längst nicht mehr beim einfachen Sporttreiben im Verein. Wir beschäftigen uns mit Gesellschaftspolitik, wir beschäftigen uns mit Integration, wir beschäftigen uns mit allen Themen, mit allen gesellschaftlichen Themen, wird draußen sehr schön vorgestellt. Und ich kann nur auffordern, dass wir es als organisierter Sport schaffen, diesen Stellenwert immer wieder darzustellen. Und bei der Politik, wir sind ja Steuerzahler, also wir, also ich, ihr, alle hier, einzufordern, dass dieser Stellenwert auch finanziell so untersetzt wird, dass erfolgreich das nächste Jahr, ich denke in 5 Jahren wird wieder gefeiert, aber wir gucken mal jetzt die nächsten 25 Jahre, der Sportbund und die Sportorganisation so ausgestattet ist, dass sie die Aufgaben, die sie übernimmt, über den eigentlichen Sport hinaus ordentlich ausgestattet ist, die Mitarbeiter der Geschäftsstelle funktionieren, das braucht man in so einem riesengroßen Kreis und ich freue mich, Lutz, dass du in deiner Aufzählung auch die Sportfreundinnen und Sportfreunde der Sportjugend nicht vergessen hast. Ich komme aus diesem Kreis heraus, habe mich da sehr gefreut und wünsche dieser Veranstaltung, kurze Grußworte sind jetzt vorbei, einen würdigen Rahmen, einen würdigen Ablauf. Bedanke mich, dass das hier so gut Hand in Hand klappt. Eigentlich hätten alle an einem runden Tisch sitzen müssen, um die Zusammengehörigkeit darzustellen. Das funktioniert aber nicht, dann sieht man die Bühne nicht und alles. Ganz herzlichen Dank, Lutz, an dein Team. Mach weiter, denkt neu, denkt quer, bleibt in Gesprächen und bleibt im Gespräch durch gute, vorbildliche Sportarbeit. Dankeschön. Ja, sehr geehrter Herr Franke, sehr geehrter Herr Vizepräsident Herr Mayer, sehr geehrte Mitglieder des Kreissportbundes,
Meine sehr verehrten Damen und Herren oder Herren Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete sehe ich gerade noch nicht, Bürgermeister, Kreistagsmitglieder, liebe Sportlerinnen und Sportler, meine sehr verehrten Gäste, ich überbringe allen Sportlerinnen und Sportlern, allen Trainern und Trainerinnen, allen Übungsleiterinnen und Übungsleitern und natürlich auch den Mitarbeitern des Kreissportbundes zum 25-jährigen Jubiläum die allerherzlichsten Glückwünsche des Altmarkkreises Salzwedel. Gern, sehr gern habe ich die Einladung in Vertretung für den Landrat Michael Ziche angenommen, von dem ich als alle Gäste der Festveranstaltung heute herzlich grüßen möchte. Von den Organisatoren der heutigen Festveranstaltung ist der 10. Mai bestimmt ganz bewusst gewählt worden, denn genau heute, vor 25 Jahren, hat sich der Kreissportbund Altmark West noch vor dem politischen Zusammenschluss der Landkreise aus den Kreissportbünden Salzwedel, Klötze, Gardelegen und Verein aus dem Raum Salzwedel zusammengeschlossen. Die Wahl des Namens Kreissportbund Altmark West erfolgte aus heutiger Sicht sehr diplomatisch, denn zum Gründungstermin stand noch kein Name für den neuen zu bildenden Landkreis fest. Das Gründungsdatum des Altmarkkreises Salzwedel ist der 1.7., also in wenigen Tagen kann man fast sagen, also in dem Fall der 1.7.1994. Ich wollte sagen, in wenigen Tagen wird sich dann das Jubiläum auch für den Landkreis sozusagen einstellen. Und ich möchte heute schon die Gelegenheit nutzen, Sie für den 21. Juni 2019, also Ende Juni, sich vorzumerken, um im Rahmen des Trömmlingsfestes in Kunrau sowohl das Jubiläum des Altmarkkreises als auch verbunden mit einer Festveranstaltung und der Verleihung des Bürgerpreises, die Medien haben ja darauf mehrfach hingewiesen, und sich einem anschließenden Klassik Open Air zu widmen, und Sie sind herzlich eingeladen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, 25 Jahre Kreissportbund bedeuten im Altmarkkreis Salzwedel 25 Jahre Sportgeschichte, umrahmt von Spitzenleistungen vieler Sportlerinnen und Sportler. 25 Jahre aktive Arbeit für den Breiten- und Leistungssport, von Arendsee bis Letzlingen, zwischen Kalbe und Kunrau, sowie 25 Jahre viele tolle Höhepunkte im Leben unserer Sportvereine. Und das seit 25 Jahren mit Hilfe und Unterstützung der Männer und Frauen des Kreissportbundes. Als Dach des organisierten Sportes hat der KSB in diesen Jahren im Durchschnitt jährlich ca. 15.000 Sportlerinnen und Sportler in 160 Vereinen, es ist genannt worden, in mehr als 35 Sportarten in unserem Landkreis aktiv betreut. Das bedeutet im Rückblick auf diese 25 Jahre viel Logistik, viel Organisationsarbeit und viel sportlicher Enthusiasmus. Dank dieses sportlichen Ehrgeizes, den alle Vereine und Fachverbände auch tatkräftig unterstützt haben, ist der KSB West, Altmark West, eine feste Größe unter dem Dach der 14 Kreis- und Stadtsportbünde in Sachsen-Anhalt geworden. Seit 10 Jahren erhält er den Spitzenplatz in der Organisationsgrad. Es wurde schon bemerkt, aktuell 18,41% im Land Sachsen-Anhalt und damit der Spitzenplatz. Darauf kann der Kreissportbund mit Recht stolz sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die altmärkischen Sportlerinnen und Sportler spielen seit mehr als 25 Jahren in einigen Disziplinen in der vordersten Liga mit, überzeugen durch beeindruckende Zahl von Titeln, Medaillen bei Landes-, Deutschen und sogar Weltmeisterschaften, machen sich somit zum wichtigen Botschafter für unsere Region. Der Sport als Botschafter, ob regional oder international, ist für ein friedliches Miteinander in jeder Gesellschaftsordnung außerordentlich wichtig. Dieses gesellschaftliche Potenzial müssen wir nutzen, denn der gemeinsame Sport kann die Menschen nicht nur faszinieren und fesseln, er schafft auch Gemeinsamkeit. Dies war bereits in der Antike so und dies gilt erst recht für unsere heutige Zeit. Sport ist eine Sprache, die überall auf der Welt verstanden wird. Und dazu braucht man keinen Dolmetscher. Mit dieser enormen emotionalen und sozialen Kraft schafft es der Sport, Menschen unabhängig von Hautfarbe, Bildung und Religion zusammenzuführen. Der Sport kann helfen, Vorurteile abzuschaffen, Minderheiten zu integrieren und Werte zu vermitteln. Wer Sport treibt,
lernt Regeln zu akzeptieren, den Gegner zu achten, Erfolge zu genießen und Niederlagen zu verarbeiten. Wie wichtig das insbesondere für Kinder und Jugendliche ist, wissen wir alle. Wer das sportliche Miteinander im Verein in der Bewegung halten möchte, sollte auch ein wachsames Auge auf das liebe Geld halten. Ich kann dazu heute sagen, ein solides Finanzmanagement des KSB gemeinsam mit dem Landkreis in den letzten 25 Jahren ist uns das gelungen. Die Unterstützung des Sportausschusses sowie des Kreistages des Altmarkkreises Salzwedel im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten war in den letzten 25 Jahren immer gesichert. Erst gestern haben der Landrat Michael Ziche und der Vorsitzende KSB Lutz Franke den neuen Zuwendungsvertrag für die Sportförderung im Landkreis unterzeichnet. Sowohl die Grundförderung mit ihrem Sockelbetrag wurde erhöht, aber, und das ist in der Summe sozusagen noch viel wichtiger, auch der Beitrag, der je Mitglied des KSB wurde erhöht, nämlich von 5 auf 6 Euro. Das sind immerhin 20% mehr für die Zukunft. Ebenfalls steht der Landkreis zu seinem jährlichen Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro als Kofinanzierung für den Sportstättenbau. Somit sagt die Politik nicht nur einfach Danke, sondern eben auch mehr. Der Kreistag des Altmarkkreises Salzwedel fördert seit nunmehr 25 Jahren den Sport mit erheblichen finanziellen Mitteln. Ich denke, das ist eine sehr wichtige sozialpolitische Botschaft des Landkreises und auch ein Stück Wertschätzung und Anerkennung der gesellschaftlichen Aufgabe des Breiten- und Vereinssports hier vor Ort. Wünschen wir uns, dass die gewählten Mitglieder des Kreistages, die neu gewählten Mitglieder des Kreistages diesen Weg auch in Zukunft folgen werden. Abschließend möchte ich im Namen des Kreistages des Altmarkkreises Salzwedel einen großen Dank an alle Mitglieder und Mitarbeiter des Kreissportbundes, an alle Helfer, Eltern, Großeltern, aber auch allen Sponsoren, die die zahlreichen Aktivitäten im und um den Sport über die Jahre ebenfalls tatkräftig unterstützt haben, aussprechen und weitergeben. Viele von Ihnen sind heute hier, daher auch mein ganz persönlicher Dank an alle, die dazu beitragen, dass der Vereins- und Breitensport noch funktioniert hier im ländlichen Raum. Einige Höhepunkte haben das Jubiläum des KSB in diesem Jahr schon begleitet. Die große Sportgala in Betzendorf hat wieder gezeigt, wie facettenreich das aktive Sportleben im Altmarkkreis Salzwedel ist. Ich wünsche allen persönlich alles Gute, maximale persönliche Erfolge und bleiben Sie dem Sport noch lange treu verbunden. Der französische Philosoph und Schriftsteller Voltaire sagte einmal: Wir sind verantwortlich für das, was wir tun, aber auch für das, was wir nicht tun. In diesem Sinne vielen Dank und weiterhin einen angenehmen Abend. Zum Schluss möchte ich, neben dem Geld, dazu ist ja schon einiges gesagt worden, was der Kreistag und per Vereinbarung für die Zukunft festgeschrieben hat, dem Vorsitzenden noch eine Ehrenurkunde des Landrates übergeben. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beglückwünschen natürlich auch den Sportbund ganz herzlich und wünschen alles Gute zu 25 Jahren. Und auf der Bühne haben wir jetzt auch den Sänger mit dabei, meine Damen und Herren, das ist der Paul Tiedemann. Und Sie hören jetzt ein Stück, das heißt Feeling Good, viel Vergnügen. Birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good.
know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Oh, for me. Yeah.
Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde, werte Gäste und Freunde des Sports. Es war der 10. Mai 1994 im Kulturhaus in Kalbe. Der offizielle Zusammenschluss der Kreissportbünde Salzwedel, Gardelegen und Klötze sowie der Sportvereine aus und um Ahrensee zum Kreissportbund Altmark West. Heute, genau vor 25 Jahren, möchte ich mit einigen Worten auf dieses Jubiläum eingehen und die vergangenen 2,5 Jahrzehnte Revue passieren lassen. Bitte verzeiht mir, verzeihen Sie mir, wenn ich nicht alle Höhepunkte und Ereignisse und verdienstvolle Sportfreundinnen und Sportfreunde erwähnen kann. Deshalb allen hier Anwesenden ein ausdrückliches, großes Dankeschön für die Unterstützung des Kreissportbundes Altmark West. Ohne euch wäre das Erreichte nicht machbar gewesen. Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde, der genannte Gründungstermin hatte seinen Ursprung in der damaligen Kreisgebietsreform, die am 1. Juli 1994 vollzogen wurde. Wir waren also der Politik voraus und gaben uns den Namen Altmark West. Eine Fusion mehrerer Vereine ist kein leichtes Unterfangen. Naturgemäß gibt es auch verschiedene Meinungen und Vorstellungen. Doch schon ein Jahr vor dem Vereinigungssporttag wurden Unstimmigkeiten transparent diskutiert und gemeinsam gelöst. Letztlich war unser Gründungsgedanke alles zum Wohle des Sports. Und das war das herrschende Argument und wurde durch die Wahl der 178 Stimmberechtigten paritätisch untermauert. Zum ersten Vorsitzenden wurde Otto Bothe aus Salzwedel gewählt. Ihm zur Seite standen als Stellvertreter Manfred Lietze aus Klötze, Andreas Haag und Gunnar Schulz aus Gardelegen. Am 10. Mai 1994 zählte der neue Kreissportbund 184 Vereine mit 13.541 Mitgliedern. Übrigens stießen aus dem Raum Ahrensee 9 Sportvereine zu den 3 Altkreisen dazu. Andererseits verloren wir je 6 nach Übelsfelde und Bismarcker Vereine an die Kreise Börde und Stendal. Aber der Orientierungsgrad zur Bevölkerung lag damals schon bei 13,3%. 32 Sportarten wurden betrieben, 186 Übungsleiter waren im Besitz einer gültigen Lizenz. Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, auf bisher 8 Kreissporttagen wurden unsere Vorstände satzungsgemäß gewählt. Viele unserer ehemaligen und jetzigen Vorstands- und Ausschussmitglieder sind heute unter uns. Sie möchte ich nochmals besonders begrüßen und Ihnen meinen Dank aussprechen. Hier schließe ich ausdrücklich die Kassenprüfer, das Schiedsgericht und die Jugendausschussmitglieder ein. Wie bereits erwähnt, war Otto Bothe unser erster Vorsitzender. Er stand von 1994 bis 2000 an der Spitze des Kreissportbundes. Ab 1997 fungierte als sein Stellvertreter Manfred Lietze, Hans-Joachim Lemke und Eckhard Schulz. Ihm folgten 2000 bis ins Jahr 2008 Manfred Lietze mit Eckhard Schulz, Joachim Lemke und Gesine Wäsche in der Vorstandsspitze. Und seit 2008 trage ich die Verantwortung als Vorsitzender der größten Bürgervereinigung auf Kreisebene. In der ersten Wahlperiode standen mir Jürgen Benecke und Manfred Racco als Stellvertreter zur Seite. Jetzt üben diese Ehrenamtsfunktion Eckhard Schulz und Uwe Pape aus. Seit 1994 ohne Unterbrechung im Vorstand oder der Geschäftsstelle des Kreissportbundes Altmark West sind folgende Sportfreundinnen und Sportfreunde dabei. Norbert Block als Schatzmeister, Volker Schwerz als Sportabzeichenobmann, Hicke Klopp als Kassenprüferin, Otto Bothe als Vorsitzender und heute als Ehrenmitglied, Eckhard Schulz als Pressewart, stellvertretender Vorsitzender und stellvertretender Geschäftsführer, Peter Böse als stellvertretender und langjähriger Geschäftsführer, Hans-Joachim Schwerin als Geschäftsführer, stellvertretender Vorsitzender und heutiges Ehrenmitglied und Manfred Lenecke im Schiedsgericht. Die genannten stehen auch stellvertretend für viele ehrenamtliche Sportfunktionäre in unseren Vereinen und Fachverbänden, für die wir als Dachorganisation fungieren und auf die wir mit Recht stolz sein können. Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde, die Sportjugend
war uns mit ihrem Zusammenschluss 3 Wochen voraus. Sie trafen sich bereits am 23. April 1994 in Kakerbeck. Laut unserer Satzung wurde der Vorsitzende der Sportjugend Klaus-Dieter Meyer aus Salzwedel und sein Stellvertreter Volkmar Hennings aus Gardelegen in den Vorstand des Kreissportbundes kooptiert. Ab 1997 stand Ralf Rohloff als Stellvertreter zur Verfügung. Dietmar Jentsch löste dann im Jahr 2000 Sportfreund Meyer als Vorsitzenden ab. Von 2001 bis 2015, eine lange Zeit, war Marion Markus die Vorsitzende der Kreissportjugend und als Stellvertreter unterstützten sie dabei Hans-Jürgen Spillner, Matthias Lübcke und Orlando Konietzki. Seit 2015 ist Thomas Köpke Sportjugendvorsitzender zusammen mit Orlando Konietzki als sein Stellvertreter. Großen Anteil an der Entwicklung unserer Sportjugendarbeit hatte Gerdi Fassbinder, die in den 90er Jahren, auch den bis heute beliebten Komm-Mach-Mit-Wettbewerb aus der Taufe hob. Ihr folgte Dieter Mühe, Andreas Knust und Klaus Melchow. Seit unserer Gründung haben wir viele Aktivitäten entwickelt und haben damit Traditionen im Kreissportbund aufgebaut. Mit einem Querschnitt aus der vielfältigen Sportlandschaft im Altmarkreis Salzwedel möchte ich darauf nachher noch zurückkommen. Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, in den Fachverbänden gab es bereits bei der Gründung des Kreissportbundes einen umfangreichen gemeinsamen Spielbetrieb. Unser größter Verband mit jetzt über 4.400 Mitgliedern ist der Fußball. Sie schlossen sich am 22. April 1994 in Klötze zum Kreisfachverband Altmark-West zusammen. Zum Vorsitzenden wurde Karl-Heinz Damm gewählt. Seit 2004 ist Heinrich Piep Präsident unseres Fußballfachverbandes. Die Handballer gingen den Schritt zur Vereinigung bereits schon am 1. März 1994. Vorsitzender wurde der unvergessene Hans Pickert. Ihm folgte Otto Wesch und Gerald Binnecke. Bei den Volleyballern vollzog sich der gemeinsame Neustart unter Führung von Horst Theuer, der 2005 nach über 30 Jahren feierlich verabschiedet wurde. Jetzt führt Ingo Ahlberg den Kreisfachverband Volleyball an. Bei den Leichtathleten war die Fachverbandsbildung etwas holpriger. Erst 1996 kam es zur offiziellen Kreisfachverbandsgründung. Den Vorsitz hat seitdem Sportfreund Volker Schwerz. Ja, die Tischtennissportler haben ihren Kreisfachverband am 18. Februar 1994 aus der Taufe gehoben. Der Klötzer Rudolf Borchert wurde zum Vorsitzenden des Verbandes gewählt. Nach dessen viel zu frühen Tod übernahm dann Frank Schülmann das Kommando. Im Tennissport waren wir der erste, vielleicht bis heute der einzige Kreis, der einen Kreisfachverband mit eigener Satzung gründete, um den Spielbetrieb auf Kreisebene zu aktivieren. Die neue Ära begann im Dezember 1995 unter Führung von René Sensenschmidt, der das Amt auch heute noch ausübt. Im April 1994 gingen die Schützen den Weg zum Großkreisfachverband. Hans-Joachim Lemke aus Wiebke wurde der erste Vorsitzende, der später auch im Kreissportbund-Vorstand ehrenamtlich aktiv war. Er hat die Entwicklung des Schützenwesens bis 2008 maßgeblich mitbestimmt. Sein Nachfolger wurde Rainer Krümmel und jetzt hält Fritz Schulz die Fäden der Schützen in der Hand. Erster Vorsitzender im Kreisfachverband Pferdesport war Karl-Ernst Jung. Nach dessen Rücktritt wurde Hans-Dieter Brehm im November 1995 zum Kreisvorsitzenden gewählt. Beim Kreisreitertag 2004 in Winterfeld trat eine neue Führungsriege um Detlef Bock an die Spitze. Der Kreisfachverband Turnen unter Leitung von Otto Kern ging in den Turnkreis Altmark mit Vorsitz in Tangerhütte über. Seit 1999 hat die Sportart Unihockey, jetzt Floorball, eine tolle Entwicklung genommen. Seit der Gründung in unserem Kreis leitet Heino Radke und Carsten Borchert den kreislichen Fachverband. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind 10 Kreisfachverbände aktiv. In weiteren 24 Sportarten ohne Kreisfachverband wird in unserem Kreissportbund aktiv Sport getrieben. Die Anzahl der Sportarten ist damit seit unserer Gründung fast unverändert geblieben. Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, das Herzstück
einer jeden Sportorganisation sind dessen Mitglieder und damit unsere Sportvereine. Natürlich ist das an dieser Stelle nicht möglich, unsere Vereine im Einzelnen vorzustellen. Deshalb nochmals mein besonderer Dank an die vielen, vielen Ehrenamtlichen in den verschiedenen Vereinsstrukturen wie Vorstand, Kassenprüfer, Abteilungsleiter, Trainer und Übungsleiter, Kampf- und Schiedsrichter, aber auch die vielen fleißigen Helfer auf und in den Sportstätten. Circa 2000 ehrenamtliche Mitarbeiter sichern durch ihr unentgeltlichen täglichen Einsatz das Funktionieren des gemeinnützigen Sporttreibens in unserem Flächenkreis. Diese Ehrenamtlichen garantieren eine sinnvolle sportliche Freizeitbeschäftigung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Anzahl unserer Mitgliedsvereine schwankt in den vergangenen 25 Jahren zwischen 148 und 182. Aktuell sind es 162 Sportvereine, die bei uns im Kreissportbund Mitglied sind, mit immerhin 15.648 Mitgliedern, die in ihnen organisiert sind. In diesem Jahr haben wir drei Sportvereine oder haben bereits drei Sportvereine ihren Aufnahmeanträge gestellt, denen nach der Bewältigung der doch immer mehr werdenden bürokratischen Formalitäten dann sicher entsprochen wird. Die höchste Mitgliederzahl gab es im Jahr 2000 mit 19.743 Mitgliedern. Der relativ große Unterschied im Bereich des Mitgliederbestandes ist hauptsächlich auf den Austritt des Anglerverbandes aus dem LSB zu erklären. Hierdurch verloren wir allein 2.500 Mitglieder. Danken möchte ich an dieser Stelle, in diesem Zusammenhang, besonders den Kalbenser Angelsportverein mit Manfred Rako, der uns nach wie vor die Treue hält. Natürlich spielte auch der Bevölkerungsrückgang im Altmarkkreis Salzwedel eine wesentliche Rolle. 2004 erreichten wir mit 19,51% den Organisierungsgrad zur Bevölkerung, den Bestwert. In dieser Kategorie halten wir seit Jahren landesweit mit den Vergleichswerten von 1994 und 1995 den ersten bis dritten Rang im Landessportbund Sachsen-Anhalt ein. Darauf können wir mit Recht gemeinsam stolz sein. Derzeit, es wurde schon erwähnt, liegen wir bei 18,41%. Übrigens sind derzeit 468 Sportfreundinnen und Sportfreunde mit fachlichen und überfachlich gültigen Übungsleiterlizenzen in unserem Sportbund aktiv. Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, heute werden die ehrenamtlich Engagierten in unseren Vereinen und Verbänden durch eine hauptamtlich besetzte Geschäftsstelle in Klötze unterstützt und überfachlich betreut. Die Geschäftsstelle dient als Schaltstelle zwischen Ehrenamt und Hauptamt. Um unseren Mitgliedsorganisationen möglichst kurze Wege für die Beratung und Betreuung zu bieten, hatten wir anfangs zwei Geschäftsstellen in Salzwedel und Klötze sowie eine Außenstelle in Gardelegen eingerichtet. Aus Kostengründen, aber satzungskonform, entschied sich im Jahr 2010 der Vorstand schweren Herzens, aber einstimmig, die Büros in Gardelegen und Salzwedel zu schließen. Die Geschäftsstellenarbeit in Salzwedel unterstützte unter anderem Ursula Schulze, Angela Krämer und Irmtraut Weise. Von 1994 bis 2001 war Hans-Joachim Schwerin als Geschäftsführer tätig. Seitdem ist Peter Böse in dieser Funktion aktiv. Ihm zur Seite stehen bzw. standen Andreas Lenz und Eckart Schulz als Stellvertreter sowie Elke Maas als Finanzsachbearbeiterin und jetzt Claudia Konstabel. Unterstützt werden sie dabei von Sven Hoppe und Daniel Jordan. In den vergangenen Jahren konnten wir unsere Vereine durch langfristige Maßnahmen im Bereich ABM bis AGH unterstützen. Das war für die Entwicklung und Umsetzung vieler Ideen und Projekte, aber auch für den Erhalt bestimmter Qualitätsmerkmale und Standards sehr hilfreich. Besonders geholfen hat uns das Projekt Aktiv zur Rente mit über 50 Angestellten und einer Vertragsdauer von 3 Jahren. Sportfreunde wie Ulla Pielmeier, Margret Schnüber, Siegbert Rehbein, Eckart Fischer, Hans-Jürgen Spillner und Uwe Köhler stehen uns bis heute bei verschiedenen Projekten und Veranstaltungen noch hilfreich zur Seite. In dieser Zeit wurde auch die Sportstättenentwicklungsplanung des gesamten Kreises erstellt, die für uns
heute noch als hilfreiche Entscheidungsgrundlage Bedeutung hat. Bei allem in diesem Zusammenhang genannten war die hauptamtliche Tätigkeit von Rosi Erwin eine große Hilfe. Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde, auf einige Eckpositionen der vergangenen Geschichte des Kreissportbundes Altmark-West möchte ich jetzt noch kurz eingehen. Im Jahr 2013 gab es viele Diskussionen über das Sportfördergesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Es wurde inhaltlich intensiv beraten und im gesteckten Zeitraum realisiert. Der LSB und wir als KSB haben dabei unsere konkreten Vorstellungen mit eingebracht. Das Herangehen an die Erarbeitung des Gesetzentwurfs mit dem Sportministerium und den Sportorganisationen war in dieser Form und Intensität neu und brachte für uns alle viele positive Erfahrungen. Für die Sportvereine, Kreissportbünde und Fachverbände gibt es durch die verabschiedeten Ausführungsverordnungen mehr finanzielle Planungssicherheit und Bürokratieabbau. Unser wichtigster Partner aber ist nach wie vor der Altmarkkreis Salzwedel, durch den wir auch seit 1996 als Sportorganisation finanziell unterstützt werden. Die Zuschüsse im Verwaltungshaushalt, Sportarbeiten, Vereine schwanken bis 2010 zwischen 119.000 und 196.000 Euro. Seit 2011 haben wir mit dem Altmarkkreis Salzwedel einen Zuwendungsvertrag zur Förderung der Sportarbeit abgeschlossen, den unser Landrat Michael Zieche und ich am 21. Januar 2011 unterzeichneten. Dieser Vertrag, es wurde schon erwähnt, wurde am gestrigen Tag mit einem erhöhten jährlichen Zuschuss von ca. 15.000 Euro aktualisiert. Hierdurch wird die finanzielle Handlungsfähigkeit des KSB weiter gesichert. Meinen herzlichen Dank nochmal dafür. Ein ganz zuverlässiger Partner ist und bleibt auch die Sparkasse Altmark-West. Kontinuierliche Zuwendungen und Spenden der Sparkasse unterstützen nicht nur direkt uns als Kreissportbund, sondern darüber hinaus viele Vereine, Fachverbände und besonders den Kinder- und Jugendsport. Herzlichen Dank nochmal an dich, Ulrich Böder. Weitere Sponsoren, bei denen wir uns ebenfalls für die jahrelange Unterstützung recht herzlich bedanken, sind unter anderem und vielen anderen die Aska Bauunternehmen aus Altmarsleben mit Frank Wilke, die Firma Hans-Joachim Paulus Klötze, das Autohaus Andreas Thormann aus Gardelegen, die Obi-Märkte in Gardelegen und Salzwedel, die Möbelland GmbH Gardelegen oder die erste Salzwedler Baumkuchenfabrik, um wirklich nur einige zu nennen. Mithilfe dieser Spenden und Zuschüsse können wir entsprechend unserer Förderrichtlinien die Sportarbeit im Altmarkkreis mitfinanzieren. Ein großes Dankeschön für die tolle Zusammenarbeit in 25 Jahren KSB möchte ich an dieser Stelle den Landräten Hans-Jürgen Ostermann und Michael Zieche sowie den Sparkassenvorständen Ulrich Böter und Andreas Stürmer aussprechen. Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde, im Zeitraum von 1994 bis 2019 wurden in unserem Kreis Sportbund 304 Baumaßnahmen für den Vereinssportstättenbau mit insgesamt 7,2 Millionen Euro realisiert. Das ist landesweit eine Spitzenposition. Davon profitierten bisher genau 102 Sportvereine. Bei der genannten Gesamtsumme von 1,2 Millionen Euro sind das die Finanzierung des Landes, LSB, des Kreises, die Kommunen, die Vereine mit Eigenmitteln zu jeweils 25% beteiligt gewesen. Mit 25 durchgeführten Sportstättenbaumaßnahmen war das Jahr 2002 absoluter Rekordhalter. Und ich glaube, wer durch die Landschaft fährt und in die Sportstätten reinschaut, weiß, es ist trotzdem noch viel zu tun, aber wir haben schon viel geschafft. Und ich denke, wir werden auch weiterhin in dem Bereich in der Altmark große Schritte nach vorn machen können. Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde, dass unserem Ehrenamt der größte Dank gilt, habe ich schon mehrfach erwähnt. Wir versuchen seit Beginn der KSB-Ära, dem auch im ideellen Bereich Rechnung zu tragen. Auszeichnungen des Landessportbundes sowie seiner Fachverbände, des Kreissportbundes, aber auch von staatlichen Stellen wurden dazu maßgeblich und umfangreich genutzt. Zudem haben wir mit dem Sportehrentag und der Landratsehrengabe herausragenden Leistungen ein besonderes Podium geschaffen,
Wobei auch der Nachwuchsleistungssport, unsere Landesleistungsstützpunkte und natürlich die Delegierung junger Talente an die Sportschulen nach Magdeburg und Halle wesentlicher Bestandteil sind. Diese jährlichen Veranstaltungen fanden bisher genau 25 Mal statt. Mit der höchsten Ehrung des Landessportbundes Sachsen-Anhalt, der Eintragung des Ehrenbuch, wurden bisher aus unserem Kreis geehrt Hans-Joachim Schwerin aus Winterfeld, Manfred Lietze, VfB Klötze, Horst Starks vom BSV Salzwedel, Werner Lüdecke vom ESV Lok Salzwedel, Helmut Meyer, Post SV Gardelegen, Otto Bothe vom TV Friedrich Ludwig Jahn Salzwedel, Volker Schwerz vom Polizeisportverein Salzwedel und Wilfried Schlitter vom SV Komet Solpke. 39 Sportlerinnen und Sportfreundinnen und Sportfreunde wurden zudem die Ehrenmedaille des Landessportbund verliehen. Die jährliche Ehrung durch unser Sportminister erhielten bisher Peter Gütschow, Kufelder SV, Günter Lüdecke vom VfB Klötze, Volker Schwerz vom PSV Salzwedel, Brunhilde Ihle von der Gymnastikgruppe 66, Antje Schiel von der WSG Jenny Marx Salzwedel und das Ehepaar Ulla und Karl-Heinz Pielmeier vom SV Heide Jewenitz. Die Ehrennadel des Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt erhielten Peter Lüger vom Reitverein St. Georg Salzwedel, Rudi Reichert von der WSG Jenny Marx Salzwedel und Horst Starks vom BSV Salzwedel. Für hervorragende und langjährige Verdienste um den Sport und der damit verbundenen ehrenamtlichen Tätigkeit erhielten Manfred Lietze vom VfB Klötze und Ulrich Schliebner vom TC Salzwedel sogar das Bundesverdienstkreuz. Mit der Ehrenplakette des Bundespräsidenten für mindestens 100-jährige Vereinsjubiläen wurden bisher 24 Sportvereine ausgezeichnet. Übrigens, unser ältester Verein ist die Schützengilde der Stadt Salzwedel von 1475 e.V. Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, zahlreiche Sport- und Traditionsveranstaltungen kamen seit nunmehr 25 Jahren in unserem Wirkungsbereich zur Austragung. Hier einige Beispiele. Städte-Sportfeste, Sportlerbälle, Kulturfahrten, Volkswandertage, Fußball-Tennisturniere, Herbstcrossläufe, die Komm-Mach-Mit-Wettbewerbe und die Kinder- und Jugendspiele, Ferienfreizeitmaßnahmen für Jugendliche, das Mitternachts-Streetball-Turnier, an dem ich selber mitgespielt habe, die Projekte Körbe gegen Gewalt, Seniorenweihnachtsfeier, die schon traditionellen Firmen- und Familiensportfeste, der Sportabzeichentag, die Frauen-, Familien- und Kindersportaktionstage und vieles, vieles mehr. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich auch herzlich bei den vielen Sportredakteuren unserer Region für die umfangreiche Berichterstattung, die Unterstützung und die nachhaltige Begleitung in den letzten vergangenen 25 Jahren bedanken. Stellvertretend für alle möchte ich Bernd Mansfeld, Michael Fuhrmann, Peter Ermrich und René Sensenschmidt nennen. Peter hat uns übrigens seine reichhaltigen privaten Fundus an Sportfotos zur Verfügung gestellt. Unter dem Thema 20 Jahre grenzenloser Sport haben wir uns 2009 mit den Vertretern der Kreissportbünde Lüchow-Dannenberg und Uelzen in Bergen-Dumme getroffen. Es wurden unter anderem die Anfänge der sportlichen Kontakte erinnert und die niedersächsische Unterstützung bei vielen Sachfragen gewürdigt. Danken möchte ich deshalb nochmals beiden genannten Kreissportbünden und dabei besonders den Sportfreunden Rudi Leifert, Jürgen Wöhling, Hans Naumann und Hans-Jürgen Burselmann. Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde, zahlreiche überregionale Veranstaltungen der Vereine und Verbände fanden und finden im Kreissportbund Altmark-West statt. Unser jährlicher Veranstaltungsflyer gibt dazu eine termingerechte Übersicht. Einige herausragende Veranstaltungen möchte ich aber dennoch erwähnen. Die Weltmeisterschaften im Fußball für Menschen mit mentalen Beeinträchtigungen in mehreren Städten unseres Kreises. Die deutschen Meisterschaften im Floorball, im Bogenschießen, Segeln, Bogenlauf, Kraftsport, Jiu-Jitsu und Tischtennis der Gehörlosen. Die zahlreichen Landesmeisterschaften, zum Beispiel im Showtanz, im Fußball oder im Bogenschießen. Die Landessportspiele der Behinderten und ihrer Freunde. Die Präsentation auf der Sportbühne beim Sachsen-Anhalt-Tag in Gardelegen und unsere 12 Sportgalas in Betzendorf.
Mit der Sportgala jetzt am 16. März diesen Jahres in Betzendorf haben wir wieder einen emotionalen Sporthöhepunkt gestaltet. Und die Ausstrahlungskraft des Sportes auf Kreisebene wurde wieder einmal eindrucksvoll durch die vielen aktiven jungen Sportlerinnen und Sportler demonstriert. Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde, jedes Sportjahr in der Altmark hat seine eigenen Höhepunkte. Egal in welcher Sportart oder Altersklasse der Wettstreit um die besten sportlichen Leistungen stattfindet. Es sind alles Höhepunkte im Leben derer, die daran teilnehmen und sich mit sich selbst oder anderen messen. Gewinner ist nicht nur unser Kraft-Dreikampf-Weltmeister Patrick Lösel aus Klötze, sondern auch der 6-jährige Läufer, der beim Herbstkrosslauf in Kakerbeck als letzter ins Ziel kommt. Der organisierte Sport in der Altmark ist eben keine Ein-Mann-Show. Ein sportlicher Erfolg ist heute nur möglich, wenn ein ganzes Team daran arbeitet. Trainer, Übungsleiter, die einen fordern, aber auch ermutigen. Eltern, die die ersten sportlichen Schritte begleiten und fördern. Vereinskameraden, die miteinander trainieren und einen auch mal mitziehen. Und natürlich die vielen, vielen ehrenamtlichen Helfer, Schieds- und Kampfrichter in den Vereinen und Fachverbänden, die den Sport in den Gemeinden erst möglich machen. Ich halte es für absolut wichtig, besonders Kinder und Jugendlichen breite Sportangebote zur Verfügung zu stellen. Im Sportverein, in der Mannschaft, beim Training und beim Wettkampf können wir den jungen Sportlerinnen und Sportlern Werte vermitteln, die in unserer Gesellschaft immer wichtiger werden. Der Sport vermittelt Werte wie Teamgeist, Mut und Ausdauer, Disziplin, Ehrgeiz und Pflichtgefühl, aber auch Kameradschaft und Toleranz. Unser Kreissportbund Altmark West mit seinen sportfreien Fachverbänden ist aus dem gesellschaftlichen Leben nicht mehr wegzudenken. Wir bieten allen Altersgruppen, von den kleinsten der Kita bis zu den ältesten, sportliche Betätigung auch in der kleinsten und dünn besiedelsten Gemeinde. Wir werden daher auch in den nächsten Jahren der stärkste Verband in unserem Kreis sein. Mit unseren vielen ehrenamtlichen Mitgliedern werden wir weiterhin aktiv das gesellschaftliche und sportliche Leben in den Städten und Gemeinden der westlichen Altmark bestimmen. Sportfrei! We'll be right back.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, und jetzt nach In the Mood, nach diesem Swing-Klassiker, möchte ich Ihnen auch unsere Sängerin vorstellen. Das ist die Ricarda und wir hören jetzt ein ruhigeres Stück From a Distance. Viel Vergnügen. Also ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe,
an unserem heutigen Geburtstag einige Ehrungen, einige ehrenamtliche Verehrungen hier nach vorne zu holen. Dazu brauche ich Unterstützung. Ich möchte meine beiden Kollegen Claudia Konstabel und Andreas Lenz erstmal hier hochbitten. Und die Ehrungen werden vorgenommen von Lutz Frank, unserem Vorsitzenden, von Eckhard Schulz, unserem stellvertretenden Vorsitzenden. Und dann würde ich den Dirk Meyer vom LSB, wenn wir schon so einen hohen Besuch aus Halle haben, gerne hier hochbitten, um wie gesagt die Ehrung durchzuführen. Stellvertretend für viele Ehrenamtliche in unserem Kreis bitte ich nach vorn Katrin Feidenschmidt vom SV Eintracht Salzwedel, Olaf Ollendorf von der SG Eintracht Mechau, Steffen Klask vom MTV 1880 Beetzendorf und Katrin Dömland vom SSV 90 Köckte. Ich glaube, die Katrin habe ich noch nicht gesehen. Man könnte jetzt ganz viel erzählen, das werde ich nicht tun. Erstmal herzlichen Dank an euch drei. Herzlichen Glückwunsch. Die Katrin ist die Vorsitzende unseres größten Vereins hier im Kreis, des SV Eintracht Salzwedel. Sie hat ihre Männer gut im Griff. Ja, das muss ich so deutlich sagen. Sie leitet den Verein jetzt seit 2015 mit großem Geschick. Dafür danke. Sie bekommt heute die Ehrennadel des Landessportbundes in Bronze. Olaf Ollendorf, seit 2013 Vorsitzender der SG Eintracht Mechau, gerade erst wieder in seinem Amt bestätigt. Auch an ihn herzliches Dankeschön. Auch er erhält heute die Ehrennadel des LSB in Bronze. Ja, der junge Mann daneben, das ist der Steffen Klask, Vorsitzender des MTV Beetzendorf. In diesem Amt seit 2017 bestätigt. Er ist auch Mitglied im Kreisfachverband Tischtennis und verantwortlich für die jährliche Austragung der Kinder- und Jugendspiele. Er bekommt heute die Ehrennadel des LSB in Silber. Also das ist sicherlich nicht Katrin Dömland, aber ich denke mal vertreten für Katrin, die heute mit der Ehrennadel des LSB ebenfalls in Silber ausgezeichnet wird, nimmt der junge Mann die Ehrung entgegen. Katrin ist seit 2007 Vorsitzende des Sportvereins 90 Köckte. Euch allen herzlichen Glückwunsch. Den Applaus habt ihr euch verdient. Dankeschön. Ich bitte nach oben Heinrich Piep, Carsten Borchert, Uwe Bartels. Also Heinrich Piep, der junge Mann ganz rechts, ist Präsident unseres Kreisfachverbandes Fußball, das haben wir ja vorhin im Bericht bereits gehört. Seit 2004 leitet er den größten Fachverband, ein Viertel unserer Mitglieder, mit großem Geschick. Heinrich, danke dafür und große Anerkennung, wie du das meisterst. In der Mitte Uwe Bartels, der ist hier heute nicht als Bürgermeister von Klötze, sondern als Vorsitzender des TSV Adler Jarstedt, also in Doppelfunktion, aber ausgezeichnet wird er für die zweite Geschichte. Der Uwe ist seit 1992 Vorsitzender dieses Dorfsportvereins. Alle Achtung, wir kennen uns schon lange, nicht nur vom Fußball, auch sonst. Also herzlichen Glückwunsch auch dir. Und ganz zu meiner Linken, Carsten Borchert, schon mehrfach erwähnt heute. Er ist im Vorstand des Jübaer TV, auch seit 1992. Damals wurde der Verein gegründet. Carsten hat einen maßgeblichen Anteil daran, dass in unserem Kreis zahlreiche Tennisplätze gefördert und gebaut wurden. Er ist darüber hinaus stellvertretender Vorsitzender des KfV Florball und Vorsitzender des Kreissportausschusses. Euch dreien möchten wir heute verleihen die Ehrenmedaille des Kreissportbundes Altmark West. Herzlichen Glückwunsch, danke dafür und weiterhin gute Zusammenarbeit.
So, dann bitte ich nach vorn. Glückwunsch nochmal. Danke euch dreien. Helmut Hardenberg vom TuS Apenburg, Helmut Wienert vom SV Germania Zedling, Uwe Pape vom FSV Heide Letzling und Ute Juschutz vom Henninger SV. Ja, dann beginnen wir auch mit dem Helmut Hardenberg, der uns in den letzten Jahren bei zahlreichen Veranstaltungen unterstützt hat. Er ist mittlerweile seit 1998 Vereinsvorsitzender in Apenburg beim TuS. Helmut wird heute ausgezeichnet. Diese Auszeichnung hatten wir noch nicht so oft mit der Ehrenurkunde des Landessportbundes Sachsen-Anhalt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, mit der Ehrennadel des Landessportbundes in Gold möchten wir heute auszeichnen den Vorsitzenden vom SV Germania oder von der SV Germania Zedling 1920 e.V. Helmut Wienert. Helmut ist seit 2002 Vereinsvorsitzender und war davor 18 Jahre im Vorstand tätig. Helmut, ganz herzlichen Dank nochmal. Es war immer eine tolle Zusammenarbeit mit dir und herzlichen Glückwunsch. Ja, eigentlich hätte ich ja mit der Dame anfangen müssen, aber das ging nicht. Ich muss mich an die Reihenfolge der Ehrung halten. Ute, jetzt bist du dran. Ute Juschutz wird heute geehrt mit der Ehrenmedaille des Landessportbundes Sachsen-Anhalt e.V. Ute ist seit 2004 Kassenprüferin bei uns im KSB, seit 1990 Vereinsvorsitzende im Henninger SV und davor war sie seit 1978 Übungsleiterin im Frauensport. Herzlichen Dank. Gute für deine Unterstützung und herzlichen Glückwunsch zu der hohen Auszeichnung. Ja, und dann haben wir noch den Uwe Pape, jetzt Vorsitzender des FSV Heide Letzling. Alle seine, habe ich was? Das soll natürlich nicht passieren. Der Festtagswimpel ist abgestürzt. Ich habe gedacht, ich habe zu laut ins Mikro gesprochen. Ja, Uwe Pape, ebenfalls Auszeichnung mit der Ehrenmedaille des Landessportbundes. Der junge Mann hat so viele Funktionen inne. Ich möchte hier nur einige nennen, dass er diese Ehrung wirklich mehr als verdient hat. Er ist seit 2008 stellvertretender Vorsitzender des KSB Altmark-West. Seit 2004 Vizepräsident des Kreisfachverbandes Fußball Altmark-West, war davor die Jahre als Vorstandsmitglied in seinem Verein tätig, ist seit 1979 Übungsleiter Fußball, Inhaber der B-Lizenz, begleitet das DFB-Mobil schon viele Jahre hier bei uns im Kreis. Ja, Uwe, ich weiß ja nicht, was ich noch alles erwähnen soll. Vereinsvorsitzender bist du in Letzling auch noch. Glückwunsch, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Multifunktionär im positiven Sinn. Glückwunsch und danke nochmal an euch vier. Ja, jetzt müssten wir haben heute noch eine ganz große Ehrung. Wer vorhin den Worten von Lutz Franke aufmerksam gefolgt ist, der hat gezählt, dass wir acht Eintragungen in das Ehrenbuch des LSB bisher für Mitglieder unseres KSB Altmark-West hatten. Heute kommt eine dazu. Ja, die Laudatio, denke ich, wird Dirk halten. Deswegen mache ich jetzt das Mikro frei. Der Wimpel ist auch wieder befestigt. Andreas holt noch einen Stuhl und dann kann das sofort losgehen. Die Unterlagen gebe ich dir. Ja, dann warten wir auf den Stuhlgang ganz kurz.
Ja. Aber dennoch, um die Spannung nicht allzu hoch zu halten und den Blutdruck wieder in normale Bahn zu lenken, möchte ich gerne den Lothar Schulz nach vorne bitten. So, lieber Lothar, du kannst stehen, du kannst dich setzen, je nachdem, wie du möchtest. Du erlebst das Sporttreiben jetzt einmal von einer anderen Perspektive. Deswegen auch die Bitte, nach vorne zu kommen. Du kannst deinen Sportkameraden und deinen Sportkameradinnen jetzt ins Gesicht schauen. Du stehst hier vorne, weil du nicht den Titel befolgt hast, den wir vorhin gehört haben. Vorhin wurde gespielt Final Countdown. Das Gefühl habe ich nicht, dass das bei dir eintritt. Du bist also noch nicht so weit aufzuhören. Und das Ende deines sportlichen Ehrenamts ist noch nicht gekommen und das ist auch sehr gut so. Weil dein sportliches Engagement hat begonnen, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Du bist und warst von 1972 bis 2014 Übungsleiter im Fußball und von 1981 bis 2015 Vorsitzender des Vereins Eintracht in Tüten. Seit 1996 bist du als Vorsitzender des Sportstättenausschusses und Vorstand des Kreissportbundes aktiv. Während deiner langjährigen erfolgreichen Leitung des Vereins hast du dir besondere Verdienste, insbesondere im Nachwuchsbereich, erworben. Dort zu investieren ist immer sinnvoll, die Leute auch bei der Stange zu halten. Ganz große Aufgaben hast du in der Verbesserung des Sportstättenbaus und der Ausstattung mit Trainingsmitteln gesehen und dich dort auch eingesetzt. Unter deiner Leitung, wurden in 102 Sportvereinen über 300 Baumaßnahmen mit einem Gesamtumfang, wir haben es heute schon mal gehört, diese Wahnsinnsumme von 7,2 Millionen Euro durchgeführt. Aus verschiedenen Fördertöpfen, aus verschiedenen Geldquellen und das in einer ehrenamtlichen Funktion Verantwortung zu übernehmen und auch dafür gerade zu stehen, dass alle Mittel ordentlich ankommen und verwendet werden. Das ist auch eine Wahnsinnsleistung. Erlebt man auch nicht so oft, dass Menschen sich dieser Verantwortung stellen, so verantwortungsvoll. Die Aussage, ein Leben für den Sport, wird von dir und von allen uneingeschränkt bestätigt. Und nachdem du die Ehrennadel des Landessportbundes in Silber sowie in Gold und auch die Ehrenmedaille des Landessportbundes 2012 erhalten hast, erhältst du heute die höchste Auszeichnung des Landessportbundes Sachsen-Anhalt mit der Eintragung in das Ehrenbuch des Landessportbundes für eine, und dann darf man sagen, große Lebensleistung für, mit und im Sport. Und ich bedanke mich und verneige mich als jüngerer Sportler des Landes vor deiner Leistung, stellvertretend für alle anderen. Ganz herzlichen Dank. Ja, Lothar, du hast es dir verdient. Eigentlich ist so eine Auszeichnung am heutigen Abend nicht zu toppen, aber wir werden das jetzt tun. Und darum bitte ich alle die nach oben, die eigentlich dafür Verantwortung tragen, dass wir heute 25. Geburtstag feiern. Ich möchte jetzt nicht alle namentlich aufzählen, aber ich möchte alle nach oben bitten,
die im Vorstand des KSB, der Sportjugend, als im Schiedsgericht, als Kassenprüfer ehrenamtlich tätig waren und alle, die als Mitarbeiter im hauptamtlichen Bereich des KSB gearbeitet haben, die bitte ich jetzt einfach mal nach vorn unter einem tosenden Applaus. Wisst ihr nicht mehr, dass ihr beim KSB ehrenamtlich oder hauptamtlich tätig wart? Also kommt bitte auf die Bühne. Ja, die Damen da hinten. Elke, Rosi, Angela, Ulla, Karl-Heinz, Margit, Siegbert. Jetzt muss ich sie doch alle auflesen. Hans-Jürgen. Und der jetzige Vorstand natürlich auch. Volkmar, Manfred, Lenecke, Hilke Klopp. Otto Klopp, Klaus Melchior. Ja, wenn ihr alle nach oben kommt hier, das ist der Saal leer. Ja. So, wir haben eine kleine Anerkennung für euch vorbereitet an den heutigen Tag. Otto sportlich wie immer. Für die Damen oder die Sportfreundin gibt es noch ein paar Blümchen dazu. Und bevor die Presse kommt, habe ich eine Bitte. Wartet, bis ich dabei bin. Ich gehöre nämlich auch dazu. Ja? So, okay. Glückwunsch an euch alle. Und danke, vor allen Dingen danke. Herr Norbert hat mich eben noch was aufmerksam gemacht. Ich habe nur von der Vergangenheit gesprochen, Mitarbeiter waren oder ehrenamtlich beziehungsweise sind. Deswegen habe ich gesagt, jetzt hier, Norbert. Ich hoffe, du verzeihst mir. Norbert ist ja von Anfang an dabei, der kann das einschätzen. So, sind jetzt wirklich alle hier oben? Okay, ich fehle noch. Thomas eigentlich auch. Ja, herzlichen Dank an alle. Wir hören jetzt noch mal die Big Band. Wir haben ein wenig überzogen, aber so viel zu ernen ist das, denke ich, erlaubt. Jetzt, wie gesagt, nochmal die Big Band. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, und passend zum Sport gibt es jetzt auch passende Musik. Erstmal, Sie hören von uns noch drei Stücke. Das erste Stück ist ein Medley von der Gruppe Queen und das kennen Sie sicherlich auch alle, so ein paar Stücke. Ja, das zweite Stück, da werden Sie sicherlich auch ganz begeistert sein nochmal von unserer Sängerin. Wir hören ein Stück von Tina Turner noch, The Best, und als Stück, als Abschlussstück von uns und denke ich auch ganz bekannt geworden zur Fußballweltmeisterschaft. Auf uns! Gut. Thank you.
to me wide and wide. You came to me, give me everything I need. In a lifetime of promises and a world of dreams, speak the language of love. You know what it means. It can't be wrong. Take my heart and make it stronger, baby. Every night and every day. In your eyes I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I can be in no better place. Uns diesen Moment ein, besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt.
ein Hoch auf uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag Unendlichkeit. Wir haben Flügel, schwören uns ewige Treue, vergolden uns diesen Tag. Ein Leben lang ohne Reue, vom ersten Schritt bis ins Grab. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag Unendlichkeit. Ein Feuerwerk aus Endorphinen, ein Feuerwerk zieht durch die Welt. So viele Lichter sind geblieben, ein Augenblick, der uns unsterblich macht. Auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag Unendlichkeit. Ein Hoch auf uns, ein Hoch auf uns, ein Hoch auf uns, auf uns. Ja, ein Hoch auf den KSB, meine Damen und Herren. Ein Hoch. Ja. Ein Hoch auf die Big Band unter Führung von Falk Kindermann. Herzlichen Dank. Jetzt muss ich es mal erwähnen. Jetzt lasse ich mal was raus, was die wenigsten hier im Saal wissen. Warum haben wir eigentlich so eine tolle Big Band? Falk hat nämlich angefangen bei Amo und The Kids. Und ich höre schon an den Reaktionen, einigen sagt das was. Ja, nicken im Saal. Wer weiß es denn? Oder wusste es? Aus Amor und The Kids sind die Prinzen entstanden. Also bist so ein Prinz, ne? So ein kleiner. Aber herzlichen Dank an deine tolle Leistung der Kreismusikschule. Wir freuen uns immer wieder, dass ihr uns auf allen Strecken begleitet. Du hast vorhin, Dirk, von Kooperation gesprochen. Ich glaube, hier haben wir eine tolle Kooperation seit vielen Jahren. Ich danke euch. Macht weiter so. Und unser sportliches Herz schlägt für die Musik. Wollen wir noch eins hören? Oh, but I'm not the bone and I don't think
like we could be. But lately I've been praying hard, said no more counting dollars, will we? I've been losing sleep, dreaming about those things that we could be. Oh, lately I've been praying hard, said no more counting dollars, will we count the stars? Lately I've been losing sleep, dreaming about those things that we could be. Oh, lately I've been playing hard, said no more counting dollars, will we count the stars? Watch it burn, sink in the river, lessons I've learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, lessons I've learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, lessons I've learned. Take that money, watch it burn. Everything that counts me makes you feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Lately I've been playing hard, so no more counting dollars, will become stars. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Oh, lately I've been playing hard, and no more counting dollars, will become stars.